Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein Reisebett zusammenklappen und zum Beispiel das Hauk Babybett ganz schnell wieder abbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei den meisten Herstellern funktioniert der Abbau relativ ähnlich und zuerst mal müssen wir unsere Matratze aus dem Reisebettchen entnehmen. Hierbei darauf achten, dass diese eventuell auch mit Klettverschlüssen an dem Boden noch fixiert ist. Danach müssen wir mal in die Mitte unseres Bettchens greifen, denn hier ist normalerweise eine Schlaufe angebracht und die kann ich jetzt einfach mal nach oben so weit ziehen, bis es nicht mehr höher geht. Im nächsten Schritt müssen wir unsere Seitenteile mal dementsprechend zusammenklappen. Hierfür ist normalerweise auf der Unterseite ein kleiner Knopf, den kann ich jetzt dann eindrücken, wenn ich das Seitenteil etwas nach oben hebe, man hört es auch, und danach kann ich es auch schon nach unten einklappen. Ich weiß, beim neuen Modell geht es relativ leicht. Wenn du ein älteres Modell hast, kannst du gerne auch zum Beispiel mit dem einen Fuß das eine Eckteil fixieren, das andere Eckteil mit der Hand und dann natürlich auch mit etwas mehr Kraft das Ganze durchführen. Und das werden wir jetzt mal mit jedem Seitenteil machen. Auch ist es wichtig zu erwähnen, dass dieser Verbinder aus zwei einzelnen Gelenken besteht. Bedeutet einfach, wenn ich jetzt das Ganze zum Beispiel öffne und sich nur das Gelenk auf einer Seite hier bewegen lässt, dann habe ich danach keine Möglichkeit, das Ganze zusammenzuklappen. Deswegen dann am besten nochmal nach oben drücken, bis es wirklich ganz einrastet. Nochmal schön den Knopf betätigen und schauen, dass wirklich beide Gelenke hier offen sind. Denn dann können wir es auch zusammen machen. Als nächstes müssen wir unser Bettchen einmal noch ganz zusammenfalten und wir können es auch schon auf das dritte faltbare Teil von unserer Matratze legen, wo einfach diese Schnallen nicht dran sind, denn danach kann ich auch die Matratze schön außen rumwickeln, so dass wir danach dann auch noch hier vorne unsere Schnallen und den Klettverschluss zu sehen haben. Zum Schluss den Klettverschluss durch die Schnallen geben und ordentlich festziehen. Und zum Schluss müssen wir unser Bettchen natürlich auch noch in die entsprechende Tasche geben, danach noch den Reißverschluss zumachen und somit haben wir auch schon ein Reisebett richtig abgebaut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so ein neues Reisebettchen zulegen möchtest, dann am besten einmal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.